Ich bin Let's Play. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Stadtleben. Am heutigen Tag wieder mal in den Ox City. Mit meinem klasse Autoschlüssel an. Steige ich da ein und dann fahren wir los. Heute ist ja das Treffen mit unserem. Ah, das ist eine Baustelle mit meinem Mitarbeiter. Den kenne ich auch schon aus der Vorgeschichte. Den Herrn Bären. Schauen wir mal, ob er hinfindet. Schauen wir mal. Ja, wir tun heute die Möbeln aussuchen, wie die Kassen und die Büros eingerichtet werden. Und ich glaube, hier ist es schon. Ja, das sollte es sein. Da steht ja groß Furniture so. Aber ich sehe hier noch nicht den Lambo vom Herrn Bern. Spaß. Hat der ein Lambo? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob er da ist. Nein, da geht's nicht ran. Lock mal. Hier ist, kann man irgendwas holen. Keine Ahnung was. Mann, wo ist der denn? Wo bleibt der wohl? Nicht schlecht, der Schwert. Ich gebe jetzt mal die Schlüssel rauf. Dann, dass ich eine freie Hand habe, ich möchte nicht unter in der Hand halten. So. Ah, da ist er ja, da ist er ja. Hallo, Herr Bär. Hallo, hallo. Ah ja, okay. Gut. Was gab's? Ah, ich kann sie gar nicht mehr schlagen. Ich kann sie nicht mehr schlagen, Alter. Die Todfresser kann ich nicht mehr schlagen. Also. Wo geht's hier lang? Okay, das bringt gar nichts. Gut. Also, sie sind ja eigentlich sozusagen der Co-Chef. Ah, ja. Also, my friend and Zwetschgenröster. Wir haben Büro, also die Kassen ist eigentlich leicht. Wir machen das mit dem Nox City Kassensystem. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Und ich finde das eigentlich auch gut, das hatten wir ja bei der alten Gemeinde. So, aber wir haben ja auch ein paar Büros oben. Und da werde ich auch noch so eine kleine Entspannungszone machen. Man braucht Entspannung, Alter. Was nehmen wir mit, Alter? Was nehmen wir mit, Alter? Tische wäre schon mal gut. Für so einen kleinen Snackbar oder so. Ja, das ist geplant. Nope. Ich finde den Schwarz-Grauen so gut. Den da, auf den ich sitze. Ja, stimmt. Weil es geht nur so eine Snackbar sein. Immer den. Aber irgendwie ist hier keiner. So. Ja, also da werden wir diesen Hocker nehmen. Als Bar haben wir halt dann, da brauchen wir ja keine Möbel, das gibt es einfach so. Wenn wir dann den Baukatalog öffnen, unter Bau gibt es ja da hunderte von Rohstoffen, die wir hier verwenden können. So. Und hier, das ist eine schöne Entspannungslounge. Ich esse noch immer ja stark. Der Mount. Ja.
Also wir sehen hier diese Desktop-Lampen, habe ich gerade in der Kiste gesehen, so heißen die. Und dieser Football passt eigentlich. Also wenn wir das so machen, da sehe ich nicht recht. Die Lampen funktionieren alle. Ich habe schon zu viel mit Dachkuh gemacht. Gut, also wenn im, also dort nehmen wir diesen Bar-Chair, dann könnten wir ja hier, ich finde dieses, diese Wooden Fruit Bowl passt, die Gamebox brauchen wir unbedingt und die Floor Lamp und halt das Sofa und den Fernseher, weil diese, ja, die Desktop-Lampen können die Büros verwenden. Wo sind sie, oder? Okay, also hier sitzt nichts Besonderes drin. Dein Leben ist nicht ist ihre Spitzhacke etwa zu stark? Wir rennen hier in ein Lager. Ja, der Chef ist anscheinend cool für kleine Jungs. Nein, er ist sicher nicht mit mir verwandt. Sonst würde ich hier einen Rabatt bekommen. Also. Warum zerstören sie das? Überhaupt nicht. Schauen sie das. Schauen sie sich das an. Was für ein Bambus sie auch sind. Also, was bestellen wir? Wir brauchen für die... genau. Dann das Ding. Das so werde ich aber in Rot oder in sowas anderes. Dieses Orange sieht nicht schön aus. Darf ich zu Ihnen sein, Sala? Also wieder? Wir waren es gestern. Nope. Ah, schauen Sie, der Schaukelstuhl. Ah. Gut. Das wird dann... Wie machen wir die Tische? Machen wir dafür so einen Tisch oder machen wir da einen aus aus Baumaterial? Ja, eigentlich halt schon, also eher nicht. Hä? Ich such gerade. So. Das gibt's nicht. Die Obi-App. Die haben nicht alles. Ja, genau. Habe ich mir schon installiert, Alter. Habe ich schon gemacht, Alter. Nein, der bessere Obi. Oh. Gut, wir bestellen zwei solche Lampen, eine so eine Wooden Fruit Bowl, ein Fernseher, eine Gamebox und ein Sofa sowie ein Sessel. Und halt von diesen Hockern drei, hätte ich gesagt. Und das war's eigentlich. Und für die Kassen nehmen wir dieses Kassensystem. So. Anscheinend möchte hier keiner zahlen. Na gut, wie viel wollen sie? Ich habe aber hier nur 640. Na gut. Wie viel wollen sie? Eine halbe Million? Thank you.
Und wir nehmen davon 3, da haben wir hier 15. Die große. Ja. 2. Also 14. Haben wir 29. Euro bis jetzt. Ja, für die 3 Stühle und die 2 Lampen. Achso, und die Gamebox. Wie viel hat die gekostet? Okay, dann haben wir 79 Euro. Hey, 29 plus 50. Die 2 Lampen um 14 und dann die 3 Stühle 15 sind 29 und 50 für die Konsole. Gut, wie viel kostet die Fruit Bowl? Ja. Doch. Da ist eine Brom, eine blaue. Gut, dann sind wir bei 82. Und dann ein Stuhl und ein Sofa. Pro Stück oder zusammen? Haben wir 160. Gut, das können Sie mir alles auf die Rechnung schreiben. Und dann noch der Fernseher. Gehört Ihnen der Laden? Ich weiß, Sie haben vorher mit dem Chef geredet, aber gehört Ihnen auch der Laden? Ah, okay. Gut. Ich warte kurz, bis Sie mir die Rechnung fertigstellen und dann sehen wir uns. Okay. Dann... Boah, da ist es laut. Dann sehen wir uns... gleich wieder in ein paar Minuten, bis Sie die Rechnung haben und dann würde ich gerne bezahlen. So, dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Okay, sehr nett. Ich würde gern mit der Bankomatkarte zahlen. Das ist eine Bankomatkarte. Drei, zwei, eins, fünf, null. Sehr nett.
Sehr nett, Alter. Tschüssi. Gut. Gut, dann danke für Ihre Beratung und die Rechnung und wir sehen uns dann wieder mal. Wann sehen wir uns wieder eigentlich? Ja, aber das können wir erst machen, wenn das Gebäude fertig ist. Wir werden uns wahrscheinlich erst in 2 Wochen sehen, weil dann sind grundsätzlich die Büros fertig, dass wir mal beginnen können einzurichten. Sie fahren jetzt mit mir mit? Was machen wir jetzt noch? Nee, wir waren ja gestern bei Maggie. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen einen kleinen Cocktail mache? Warten Sie. Ich fahre jetzt nochmal nach Hause und du mein Schlafzeug holen. Dann komme ich zu Ihnen und dann springen wir in den Pool und trinken Cocktail, Alter. Darauf, dass die Firma wieder läuft, Alter. Na, Sie fahren nach Hause und ich fahre nach Hause. Ich komme aber gleich wieder zu Ihnen. Wiederschauen. Okay. Dann haben wir das auch abgehakt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Ankunft vor dem Haus des lieben Herrn. Na, wie heißt er denn jetzt? Ach, der hat immer so komplizierte Namen. Bär Meier heißt er ja. Als ich geschieden habe. Ach, warum lassen sich alle scheiden, Alter? So. Dann Autoschlüssel. Zack, zack. So, zack. Dann rennen wir wieder rein. Also, hattet alle nochmal einen traumhaften Tag. Haut rein.